Die wunderbare Elena Carrière gemeinsam mit ihrem Vater Mathieu Carrière wird heute unser Gast sein. Genauso wie einer der talentiertesten Nachwuchsmusiker Deutschlands, Max Giesinger. Dann freuen wir uns auf Professor Adolf Gallwitz und die Gerichtsreporterin Heike Borufka. Und auf einen echten Weltreisenden Gunter Holtorf. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend euch allen. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön in Ihrem Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute mit ihm über einen Kriminalfall sprechen wollen, der viele sprachlos macht. Serienmörder, das ist etwas, das es in unserer Vorstellung vor allem in den USA gab, aber niemals im beschaulichen Deutschland. Im Fall von Manfred Seel allerdings irritiert noch etwas anderes. Wie ist es möglich, dass einer über Jahrzehnte hinweg offenbar immer wieder Frauen und mutmaßlich auch einen 13-jährigen Jungen zu Tode quält, sogar Leichenteile in einer gemieteten Garage ablegt, ohne dass er jemals ins Visier der Ermittler gerät? Und wie wird ein Mensch überhaupt zum Sadisten und Serienmörder? Das fragen wir einen der versiertesten Polizeipsychologen des Landes, Professor Adolf Gallwitz. Freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Herzlich willkommen. Ja, dann eine Frau bei uns, die schon viele Mörder vor Gericht gesehen hat und von der der Satz stammt, man sieht einem Menschen beim besten Willen nicht an, ob er ein Mörder oder gar ein Serienmörder ist. Sie hat schon viele vor Gericht gesehen, ist seit Jahren Gerichtsreporterin für die Kollegen beim Hessischen Rundfunk, hat unter anderem den Prozess gegen den sogenannten Kannibalen von Rothenburg beobachtet, aber auch den großen NSU-Prozess in München. Herzlich willkommen, Heike Borufka. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, in einem ganz anderen Zusammenhang wollen wir heute auch über Recht und Gerechtigkeit sprechen. Die große Frage nämlich nach Recht und Gerechtigkeit hat auch ihn eine ganze Zeit lang sehr, sehr intensiv beschäftigt. Allerdings in einem anderen Zusammenhang. 2006 ließ er sich vor dem Justizministerium mit Dornenkrone und Lendenschurz damals an ein Kreuz binden, um für die Rechte getrennt lebender Väter zu demonstrieren. Das fanden damals manche ziemlich albern und andere extrem. Aber es waren eben auch Aktionen wie diese, sagen Fachleute, die unter anderem dazu geführt haben, dass sich da etwas verändert hat und nach einer Trennung auch die Rolle der Väter mittlerweile besser gewürdigt wird als früher. Das Mädchen, um das es damals ging, sitzt heute neben ihm und ist gerade in aller Munde, weil es gerade offiziell zu einer der schönsten Frauen Deutschlands gewählt worden ist. Zweite bei Heidi Klums Modelwettbewerb. Sie sagt, Zweite, das ist genau die Platzierung, die ich mir gewünscht habe. Warum? Das wird sie uns erklären. Herzlich willkommen, Elena und Mathieu Carrière. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, dann einer bei uns, der dieses Gefühl kennt, sich durchzusetzen gegen 80 Millionen. Er, das ist der Mann, dem gerade einer der schönsten Hits des Jahres gelungen ist, wird seit Monaten in den Radios, auch im benachbarten Ausland übrigens, rauf und runter gespielt. Und dabei sagt er, das sagt er auch selbst, hat keiner auf ihn gewartet, war ja im Grunde auch nicht vorgesehen. Papa arbeitet nämlich bei der Versicherung und Mama bei der Bank. Und er stand sogar selbst mal hinter einem Bankschalter, bis ihm dann irgendwann mal klar wurde, mit so einer Stimme könnte man auch ein Sparbuch vertonen. Es wäre ein Hit. Herzlich willkommen, Max Giesinger. Freue mich sehr. Ja, und dann noch so einer bei uns. Noch so einer heute bei uns, der sich ein Leben mit Bausparverträgen und ADAC-Mitgliedschaften immer gut vorstellen konnte, allerdings nur für die anderen, niemals für sich. Wenn man sagen würde, er hat in seinem Leben mal eine Weltreise gemacht, dann wäre das irgendwie richtig, aber irgendwie auch total daneben, denn sein Leben war eine einzige Weltreise, 26 Jahre lang mit seiner Frau und einem Mercedes, der auf den schönen Namen Otto hört. Er fuhr fast eine Woche an der Seite eines Löwenrudels durch Afrika und als erster Privatmann überhaupt mit dem eigenen Auto durch Nordkorea. Jetzt mag er nicht mehr Auto fahren, gab aber auf die Frage, ob er denn noch weiter reisen wolle, die schöne Antwort, ja, jetzt mache ich Interrail. Herzlich willkommen, Gunter Holtorf. Schön, dass Sie da sind. Also, zunächst aber wollen wir sprechen über den Fall eines
Serienmörders mitten in Deutschland, Herr Gallwitz. Ist das eigentlich gesichert? Kann man das mittlerweile so sagen, dass wir einen Serienmörderfall jetzt auch in Deutschland haben? Also wir müssen natürlich von einem mutmaßlichen Serienmörder sprechen. Das hat was mit der Menschenrechtskonvention zu tun. Mhm. Die Unschuldsvermutung gilt auch über den Tod eines Menschen hinaus. Mhm. Und deswegen wird das Ende natürlich auch nicht sehr gut für die Menschen sein. Es wird keine Gerichtsverhandlung geben. Aber momentan wird in dieser Richtung zu Recht ermittelt. Also ein Fall, der viele Menschen sprachlos macht, auch sehr abgeklärte Ermittler im Übrigen. Und wir schauen uns zunächst mal an, worum es geht. Es ist der September 2014. Nach dem Tod ihres Vaters macht Manfred Seels Tochter eine grausige Entdeckung. Bei der Entrümpelung des Elternhauses findet sie in Fässern in einer angemieteten Garage Leichenteile einer Frau. Es handelt sich, das stellt sich schnell heraus, um Simone D., eine Straßenprostituierte aus Frankfurt. Seit mehr als 10 Jahren gilt sie als verschwunden. Ihr Körper ist auf grausame Weise zugerichtet worden. Schnell liegt die Vermutung nahe, dass es sich um einen sexuell motivierten, sadistischen Serientäter handelt. Der Verdacht fällt auf Manfred Seel, ein netter, unauffälliger Nachbar von nebenan, verheiratet, ein Kind, Hobbymusiker in einer Jazzband. Doch offenbar hat er ein Doppelleben geführt. Auf der Suche nach weiteren Opfern stoßen die Ermittler auf Verbrechen, die bis in die 70er Jahre zurückreichen. Der Mörder hat den Opfern Körperteile entnommen, sie als Trophäen aufbewahrt. Es ist allerdings so, dass nie zwei gleiche Körperteile fehlen, mit Ausnahme von Köpfen. Letztendlich, wenn Sie das zusammenrechnen, könnten Sie sich dadurch tatsächlich einen neuen Körper irgendwo herstellen. Auch zum Fall des 13-jährigen Tristan, der 1998 tot aufgefunden wurde, gibt es vermutlich einen Zusammenhang. Die ihm zugefügten Verstümmelungen weisen Parallelen zu den anderen Taten auf. Insgesamt finden die Ermittler Spuren zu 5 Fällen. Doch die große Frage ist, hatte Manfred Seel einen Mittäter? Und gibt es möglicherweise noch weitere Opfer? Heike Borufka ist bei uns, Gerichtsreporterin beim Hessischen Rundfunk. Ich habe das eingangs schon erwähnt, Frau Borufka. Was ist der aktuelle Stand? Von wie vielen Taten geht man im Moment aus? Die Ermittler sprechen ja von Arbeitshypothesen, zum Beispiel im Fall von Tristan Brübach, diesem ermordeten 13-jährigen Jungen. Das heißt, sie vermuten, es könnte vielleicht auch Manfred Seel gewesen sein. Dasselbe sagen sie für 5 weitere Fälle, 5 weitere Frauen. Bei allen anderen vermissten Fällen aus den vergangenen Jahrzehnten in Frankfurt gibt es Vermutungen oder bei vielen Fällen gibt es Vermutungen, die noch etwas vager sind als von den 5 Frauen und Tristan, wo man glaubt, dass da ein Zusammenhang besteht. Mhm. Ich habe das eben gesagt, wir haben es im Film auch eben gesehen, September 2014 hat die Tochter dieses mutmaßlichen Täters diese grausige Entdeckung gemacht. Seitdem sind 2 Jahre vergangen. Warum gehen die Ermittler jetzt mit diesem Fall an die Öffentlichkeit? Warum wird das jetzt publik? Das ist natürlich das letzte Mittel, was man hat, die Öffentlichkeit einzuschalten, weil man hofft, dass man Zeugen findet und weil man vor allen Dingen auch hofft, dass man vielleicht noch lebende Opfer findet. Vielleicht gibt es ja welche, die sind ihm entkommen. Mhm. Vielleicht gibt es welche, die können was erzählen. Vielleicht gibt es aber auch Menschen, die aus all den Jahren ein bisschen Erfahrung zu beitragen können und den Ermittlern bei der Arbeit helfen können. Denn alles, was sie jetzt zusammensetzen, sind ja Puzzle und aus lange vergangener Zeit. Der erste Fall datiert aus dem Jahr 1971, der Manfred Seel zugeschrieben wird. Das sind 45 Jahre, das ist richtig lange her. Das ist eine ungeheuer lange Zeitspanne. Es gibt überhaupt vieles, finde ich, Herr Gallwitz, an diesem Fall, was man so ungeheuer schwer fassen kann. Ich habe das eingangs gesagt, auch die Tatsache, dass du plötzlich in Deutschland den Verdacht eines Serienmörders hast. Das ist etwas, das haben wir lange Zeit immer von uns gewiesen, so nach dem Motto, das gibt es vielleicht im fernen Amerika, aber doch nicht bei uns im beschaulichen Hessen. Dass einer, der als Jazzmusiker, als vermeintlicher Biedermann hinter einer ganz bürgerlichen Fassade lebt, dann offenbar ein solches Doppelleben führt.
Also grundsätzlich muss man sagen, Fassaden sind immer problematisch. Wenn man am öffentlichen Leben teilnimmt, wenn man zwischendurch den Spaß der Nachbarn mitmacht, wenn man nach außen hin geordnete Verhältnisse hat, heißt das noch lange nicht, dass die Fassade so bürgerlich ist. Man kann ja nicht in das Wohnzimmer oder Schlafzimmer hineingucken. Und deswegen muss man mit solchen Labels bürgerlich, unauffällig, durchschnittlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber auf der anderen Seite haben wir bestimmte Tätertypen, deren Auffälligkeit nicht von einer schweren psychischen Erkrankung gezeichnet ist, wie zum Beispiel dem Schizophrenen oder dem Psychotiker, dessen Persönlichkeit von Angst gekennzeichnet ist, sondern hier haben wir jemand, der in der Regel sehr intelligent oder überdurchschnittlich intelligent ist. Wir haben mehrere Serienmörder in Deutschland, auch mehrere Mörder schon verurteilt, die hochintelligent sind und die diese Intelligenz und diese kognitiven Fähigkeiten dazu benutzen, um diesen zweiten Anteil zu beschützen und spurenarme Tatorte zu erzeugen, damit sie nicht erwischt werden. Das ist das besondere Kennzeichen. Sonst wäre er schon früher auffällig geworden. Aber trotzdem noch mal die Frage, wie lebst du denn mit einem solchen Wissen im Hinterkopf? Also wie gelingt es dir da sozusagen den Anschein zumindest von Normalität zu erwecken, wenn du doch weißt, dass du Menschen umgebracht hast, die Art und Weise weißt, wie du es gemacht hast und vor allen Dingen auch weißt, du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann wieder morden? Ein Sadist ist in der Lage, diese vollkommen fehlenden Gefühle, die nicht vorhandene Empathie, er begeht ja seine Taten in der Regel auch vollkommen emotionslos. Ja? Da ist nichts dabei, was uns jetzt in Abgründe blicken lässt. Das vergleichen wir mit normalen, empathiefähigen Menschen. Das ist bei ihm nicht da. Und auch seine bürgerliche Fassade fehlt, in dieser bürgerlichen Fassade fehlen wirkliche tiefgehende Gefühle und Bindungswünsche. Ob die Umgebung das nach dem Motto, naja, der Papa oder der Mann ist halt so einordnet, oder ob die erkennen, Mensch, mit dem Vater oder dem Mann hat etwas nicht gestimmt, das hängt immer auch ein bisschen davon ab, wie Beziehungen und Partnerschaften geführt werden. Also er war sicher in seinem bürgerlichen, unauffälligen Teil auch nicht unauffällig. Nur gibt es da verschiedene Erklärungen, wo man sagt, ja, er hat seine Gefühle nie gezeigt, er war nicht an vielem interessiert, er hat viel mit seinen persönlichen Dingen sich beschäftigt. Das ist unauffällig. Ich meine, das sind ja Merkmale, die Sie da gerade schildern, die treffen auf ganz, ganz viele Menschen zu, ohne dass sie deswegen in irgendeiner Form zu Mördern oder gar Serienmördern werden. Wenn wir gleich drüber sprechen, was ein Menschen dazu macht. Vorher an Sie, Frau Borufka, die Frage, was ist das für ein Milieu, in dem er sich diese Opfer gesucht und geholt hat? Ein für ihn einfaches Milieu. Das heißt, er hat in der Hauptsache wohl die Frauen vom Straßenstrich geholt. Und zwar die Frauen, die in Frankfurt auf dem Straßenstrich gearbeitet haben und heute auch noch arbeiten. Um die sich keiner kümmert, nach denen niemand fragt. Drogenabhängige, Frauen, die sich zum Teil für 5 Euro verkaufen, die alles machen, die auf ihren Körper nicht achten, die entweder in einem Fall war eine Frau im Methadon-Programm, die ihm zugerechnet wird. In einem anderen Fall sind die Frauen einfach überhaupt nicht vermisst worden. Keiner hat nach ihnen gefragt. Das heißt, die konnte er leicht mitnehmen. Das waren ganz leichte Opfer für ihn. Und wenn Tristan tatsächlich auch sein Opfer war, dann war auch das ein leichtes Opfer. Nämlich ein Kind, das mit dem Vater alleine lebte nach dem Tod der Mutter. Das Kind, das sich auch öfter mal rumgetrieben hat, so wird es gesagt. Er hat bis halt so ein bisschen rumgestromert, der sich am Höchster Bahnhof in der Nähe einer Unterführung offensichtlich rumtrieb. Ja, und da, wenn er es denn war, ist er ihm offenbar habhaft geworden. Gibt es Zeuginnen, vor allen Dingen von diesem Straßenstrich, den Sie da gerade schildern? Gibt es Frauen, die möglicherweise Kontakt zu diesem Manfred Seel hatten? Ja, es gibt eine Frau zumindest, die sich bei der Polizei gemeldet hat. Und die beschreibt ihn auch als auffällig und als jemand, der dort oft gesehen wurde. Also meistens sei er samstagabends gekommen, immer nach Einbruch der Dunkelheit. Er sei ihr unangenehm gewesen. Nun ist das schwierig. Jetzt, wo wir wissen oder meinen zu wissen, was er gemacht haben soll oder vielleicht tatsächlich auch gemacht hat, da ändert sich ja so ein Bild. Und wir dürfen nicht vergessen, es sind viele, viele Jahre vergangen und Zeugenaussagen sind natürlich immer schlechte Aussagen. Das kennen wir auch aus unserem normalen Leben. Wenn wir beschreiben sollen, was gestern war, wenn es uns nicht besonders auffiel, und das ist ja in diesem Fall nicht so gewesen, dann wird es schwierig. Trotzdem, Herr Gallwitz, wenn man sowas hört, eine solche Beschreibung, wie ist es denn möglich, dass jemand, der nochmal diese ganz normale bürgerliche Existenz ja letzten Endes auch hat, dass der gleichzeitig einen solchen Abgrund hat und diese,
diese Abgründe so geschickt verbergen kann, auch vor seiner eigenen Umgebung, Familie, dass jahrelang im Grunde keiner was mitkriegt. Der muss sich auf eine Art und Weise auch sicher gefühlt haben. Sonst gehst du doch nicht so weit und deponierst beispielsweise Leichenteile in einer angemieteten Garage. Man weiß auch, dass diese Leichenteile, diese Fässer, die sind dabei gewesen, als die umzogen zum Beispiel. Das würdest du doch entsorgen, wenn du dir nicht sicher wärst. Wir dürfen nicht vergessen, dieser schreckliche Anteil ist der wichtigste Anteil in einem Leben. Das ist der Anteil, der ihm Lust bereitet, der wichtig ist, den er akribisch plant und auf den er sein restliches Leben ausrichtet. Also man könnte sogar sagen, ein Teil seiner Schauspielerei in diesem Fassadenaufbauen dient dazu, dass gar niemand auf die Idee kommt, dass er so ein anderes Leben noch haben könnte und dass er im Entferntesten mit diesen schrecklichen Straftaten zu tun haben könnte. Es gibt einige wenige, aber dann doch sehr belastbare Fakten, ganz offenbar, die dazu führen, dass die Polizei jetzt in diese Richtung wirklich ermittelt und sagt, da muss es einen Zusammenhang geben zwischen diesen ganzen Taten und Morden, über die wir jetzt sprechen. Was sind das für Ansätze, die Ermittler dann verfolgen? Was macht die so sicher, dass man sagt, das muss einer gewesen sein, der vorher schon gemordet hat, der auch nachher möglicherweise wieder morden wollte? Also da geht es um diese sogenannte verhaltenspsychologische Kriminalberatung. Man kann das Fallanalyse nennen, man kann es Verbrechenanalyse nennen, man kann es Tatmusteranalyse benennen, wo man versucht, aufgrund der Situation am Tatort, aufgrund der Ergebnisse der Gerichtsmedizin, das Tatverhalten zu rekonstruieren, möglichst auch noch das Vortatverhalten. Aber das ist sehr problematisch, weil wir haben es ja gerade eben gehört, wir haben es mit Hochrisikopersönlichkeiten zu tun. Prostituierte, herumstreunende junge Leute sind extrem gefährdet, Opfer von Straftaten zu werden. Und deswegen ist es nichts Besonderes, mit ihnen Kontakt aufnehmen zu können. Mit diesen Analysen wird dann versucht, zu rekonstruieren, detailliert, was könnte wie abgelaufen sein? Was für ein Mensch von der Persönlichkeit muss der gewesen sein, der in diesem vermuteten, ich sage betont jetzt vermuteten Ablauf folgende Straftaten begangen hat? Und dann sagt man, Täterverhalten hat etwas mit Täterpersönlichkeit zu tun. Wer könnte sich hinter diesem vermuteten Ablaufverhalten vom Alter, von seiner Berufsausbildung, von seinen Interessen, von seinem Lebensstandard, verheiratet, ledig und so weiter. Welche Rituale, was verbindet sozusagen diese Taten, diese Opfer auch? Und dann wird natürlich bei der vergleichenden Analyse der Situation der Opfer und der gerichtsmedizinischen Befunde geguckt, wo sind Ähnlichkeiten, die überzufällig sind. Das heißt, was gibt es für ein Verletzungsbild, für ein Verletzungsmuster, was im Rahmen des sogenannten Täterwissens nie veröffentlicht wurde, wo man also nicht sagen kann, das ist ein Nachahmungstäter, sondern das ist etwas ganz Spezifisches. Ist dann Menschen wie Ihnen, wenn Sie ein solches Bild dann haben, wenn dann ganz bestimmte Schnittwunden auftauchen. Eine dieser armen Frauen wurde mit Nägeln malträtiert. Das weiß man mittlerweile. Und man hat Bilder gefunden auf seinem Computer ganz offenbar, die ähnliche Dinge auch zeigen. Das heißt, da gab es eine Vorlage oder etwas, was ihn dazu inspiriert hat. Ist Menschen wie Ihnen, Fachleuten, sofort klar, wenn man ein solches Muster sieht, da ist einer, der hat das schon mal gemacht? Ja und nein. Also ein Bauchgefühl ist sicher da, aber dieses Bauchgefühl gilt es in beweissichere Vermutungen oder Annahmen umzusetzen. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wir haben einen riesen Fundus an verbotener Pornografie, Gewaltpornografie, wo natürlich auch bestimmte Vorlagen drin sind. Das heißt, so schrecklich das klingt, aber die Art und Weise, Menschen schrecklich zu verstümmeln und zu entstellen, da gibt es nur endlich viele Möglichkeiten. Ja? Und deswegen ist es schwierig. Es ist nicht absolut einzigartig in allen Fällen, sondern manchmal haben wir einen sehr sich aufdrängenden Verdacht eines Zusammenhangs. Und den gilt es, und das ist ja die Aufgabe der Polizei jetzt, beweissicher zu hinterlegen, indem wir noch mal alles durchgehen müssen, noch mal alle Spuren angucken müssen, vor allen Dingen dann über Personalbeweis, Zeugen anhören, Zeugen vernehmen, um bestimmte Vermutungen zu hinterfüttern. Denn diese Analysen ersetzen keine kriminalpolizeiliche Arbeit. Und in dem Fall, Frau Borowka, sehr, sehr schwer. Die Frau dieses mutmaßlichen Täters ist vor kurzem verstorben. Er selber ist vor kurzem verstorben. Sein Kompagnon ist tot, mit dem er die Garage hatte. Mit dem er die Garage und auch die Firma hatte. Ja, ist auch nicht mehr da. Aber wir haben natürlich, wenn es denn das Ende der Kette war, nämlich diese arme Frau, von der die Überreste in den Tonnen gefunden worden sind, haben wir natürlich am Ende schon einen ziemlichen Gewaltexzess. Also
wenn das eine Kette war und wenn die Fälle, die bislang ermittelt wurden, zu einer Serie gehören und ihm nachgewiesen werden können, dann war das am Schluss ein immenser Gewaltexzess. Und deswegen haben ja die Ermittler auch gesagt, wer sowas macht, der hat vorher garantiert schon etwas gemacht und haben nachgeguckt und haben auch die Vermutung, dass er vielleicht vorher schon aus Übungszwecken vielleicht Tiere gequält hat. Mhm. Auch da wird geguckt in diese Richtung. Mhm. Man hat im Keller einen Computer gefunden, auf dem 5 Terabyte Daten zu finden waren. Das ist eine unvorstellbare Menge. Ja, 32.000 Bilder. Und zwar übelster Pornografie und auch ganz geschickt gemacht von ihm. Nämlich so, dass man nicht zurückvollziehen kann, woher er die hat. Also da war einer am Werk, der sich Gedanken gemacht hat. Wie mache ich das, ohne dass ich auffliege? Dem es ja offensichtlich gelungen ist, dass auch seine Familie nicht mitbekommen hat, was er da im Keller treibt und was er da im Keller sammelt. Mhm. Und wo eben auch Vorlagen waren. Aber die Frage ist zum Beispiel, wo sind Fotos von den Opfern? Da ist nichts gefunden worden. Passt zu dem, was er gesagt hat, da ist ein intelligenter Mann am Werk, der wusste genau, was er tut, der ist planvoll vorgegangen, der ist äußerst strukturiert gewesen. Herr Gallwitz, an Sie die Frage, von außen betrachtet, passt das nicht zusammen? Also da gibt es eine Serie von Morden an Prostituierten und dann kommt dieser kleine Junge. Geht das für Sie als Psychologe zusammen? Also wenn ich jetzt die Kategorie sexuelle Sadisten betrachte, ist das nichts Ungewöhnliches. Ich würde es nicht sagen, bei allen spielt nur ein menschliches Objekt, ob männlich, weiblich, jung oder alt, eine Rolle, aber bei sehr vielen. Also wir haben in diesen Fantasien nicht die Trennung. Wir haben natürlich andere Formen von Sadismus, wo diese Fantasien ganz speziell mit bestimmter Sexualität und sexueller Präferenz in Verbindung gebracht werden. Wann entsteht das, dieser Wunsch in einem Menschen, andere zu quälen, am Ende sogar umzubringen, also diese Fantasie tatsächlich auch wirklich umzusetzen? Und woher kommt das, dieser Wille, jemand anderen zu vernichten? Also wirklich die Persönlichkeit zu zerstören, zu vernichten, einfach auszulöschen? Also wir haben ja einige verurteilte und geständige sexuelle Sadisten. Einer davon ist Frank Kust, da wissen wir, dass es der Ripper von der Ruhr, dass es Schlüsselerlebnisse in der Kindheit gibt, dieses Meerschweinchen, was er nicht behalten durfte und deswegen auf grausame Art mit einer Steinplatte erschlagen hat. Und diese austretenden Innereien haben ihn sehr interessiert, also diese Wärme des noch des letzten Lebens im Tier. Dann gab es Schlüsselerlebnisse mit größeren Tieren, wo dann auch Sexualität, also Masturbieren beim Quälen, wo auf einmal diese sexuelle Komponente eine Rolle spielte. Probierverhalten im jungen Erwachsenenalter, die Tiere wurden größer. Er hatte dann den Wunsch, am liebsten in dieses Tier, was er ausgeweidet hat, sich hineinbewegen zu können. Und dann kamen Menschen als Opfer. Und wenn man dann liest, sein größter Wunsch ist gewesen, dem pochenden Herzen einer Frau, die er ausweidet, noch in die Hand nehmen zu können, dann merkt man schon, das geht in diese immer sich mehr steigernde Wirkung. Und wenn wir jetzt hier nehmen, warum? Es geht um Geborgenheit. Ja? Es geht nicht bei allen Sadisten um Geborgenheit, aber manche Sadisten sind zum Beispiel sehr dominant, weil sie die Liebe, die sie in der Form, wie sie es gewünscht haben, von ihrer Mutter nie bekommen haben, letztlich erzwingen wollten. Sie wollten die Mutter daran hindern, dass sie aufhören kann, ihn lieb zu haben, weil er sich vielleicht subjektiv nie genug lieb gehabt gefühlt. Und deswegen dominieren sie Menschen, manchmal vielleicht bevorzugt Frauen. Das ist aber nicht alles so psychodynamisch bewusst, aber da gibt es durchaus Möglichkeiten, wie die Gutachter und die Therapeuten dann bei manchen geständigen Tätern, wir haben auch sexuelle Sadisten, die alles verschleiern, die gar nichts zugeben, die alles auch, nachdem die Sache gelaufen ist, versuchen für sich zu behalten, da kriegt man gar nichts raus. Also es kommt, und der Frank Gust ist sehr gesprächig gewesen. Und aber trotzdem auch in dem konkreten Fall von Seel, die Frage, ich meine, dieser Mann ist an Speiseröhrenkrebs, wenn ich das richtig erinnere, gestorben. Das heißt, du hast Zeit, dich auf deinen Tod erstens vorzubereiten und zweitens aber auch im Zweifel Spuren zu beseitigen. Warum tut der das nicht? Also da würde ich jetzt einfach die Hypothese aufstellen, das war ihm vollkommen egal.
alles, was nach seinem Tod oder nach der Zeit, wo man ihn hätte erwischen können und davon abhalten hätte können, ein weiteres Opfer zum Opfer zu machen, passiert, war ihm vollkommen egal. Und deswegen denke ich, war das auch gar nie sein Plan, diese Tonnen und andere Spuren, die er vielleicht hinterlassen hat, irgendwo zu beseitigen. Er wollte diese Lust ausleben, er wollte neue Taten planen, solange er das gesundheitlich konnte. Und nach seinem Tod hat er keine Interessen gehabt. Das ist meine Vermutung. Frau Borowka, an Sie die letzte Frage. Welche Fälle werden da jetzt noch mal neu aufgerollt, noch mal angegangen? Im Grunde genommen alle vermissten Fälle aus Frankfurt und natürlich die von Prostituierten, die verschwunden sind, in der Hauptsache vom Straßenstrich. Mhm. Aber zu den Fällen, die Manfred Seelen angelastet werden oder wo vermutet wird, dass er dafür verantwortlich ist, gehören auch zwei Frauen, die in einem Altenheim gearbeitet haben, in der Nähe seiner früheren Arbeitsstelle. Also auch da wird geguckt. Das waren aber offensichtlich auch leichte Opfer für ihn. Die eine Frau kam als Gastarbeiterin hierher, war ohne Familie da, also hatte auch niemanden, der sie zunächst hätte vermissen können. Also Prozess wird es definitiv nicht geben, aber es ist wichtig, die Wahrheit herauszufinden. Und deswegen ermittelt da die Polizei weiter. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich. Wir werden diesen Fall weiter beobachten. Heike Borowka und Ihnen, Herr Geilwitz. Also, Schweres Thema. Deswegen bin ich froh, dass wir dieses Feld jetzt verlassen können. Ich freue mich sehr, dass Elena Carrière heute bei uns ist, die gerade Zweite bei Germany's Next Topmodel geworden ist. Das muss man mal feiern an der Stelle. Zweite geworden. Und kann man sagen, irgendwie so banal. Wenn man dann solche kaum zu fassenden Fälle. Ja, das stimmt. Aber das Leben geht weiter und auch das gehört zum Leben dazu. Man kann natürlich sagen, ist nur eine Fernsehsendung, ist nicht weiter wichtig, aber es bedeutet ja was auch für ein Leben, ne? Es gehört halt definitiv zur Kultur des deutschen Zuschauers, auch sich dann am Abend mal nicht nur mit den schrecklichen Dingen, die auf dieser Welt passieren, zu befassen, sondern auch mit den Doku-Soaps. Genau, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Meine Frage wäre eher gewesen, was bedeutet das jetzt eigentlich für Sie? Vor allen Dingen auch in Kombination mit der Aussage, ich finde es wunderbar, dass ich Zweite geworden bin. Ich hatte hier mal ein Gespräch mit einem Spitzensportler, der sagte, mein Trainer hat mir immer gesagt, Zweiter ist unglaublich beschissen, weil das ist der erste Verlierer, genau. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Ja, den Spruch kenne ich. Ich sehe das anders. Für mich war schon von Anfang an klar, dass der Sieg nicht unbedingt ein Sieg ist. Denn, wenn man das ganz, ganz ehrlich sagen kann, man hört nicht immer viel von der Ersten. Man kriegt eine bestimmte Resonanz natürlich als Erste, als Zweite auch, auf jeden Fall. Aber man ist freier auf eine bestimmte Art und Weise und kann sich noch ein bisschen selber entwickeln in die Richtung, in die man gerne gehen möchte. Und muss nicht sozusagen unbedingt, ist das, was Sie meinen, Sie umschiffen das gerade und umschreiben das. Man muss nicht bestimmte Verträge unterschreiben, Doch, leider schon. Aber ich meine, das gehört dazu, das weiß man auch von Anfang an und darauf lässt man sich dann auch ein, wenn man in diese Show geht. Das heißt, Sie werden sozusagen leichter aus der Agentur von Günther Klum rauskommen? Heißt es das übersetzt? Nein, das hatte ich jetzt nicht vor. Aber rauszugehen oder erst reinzugehen? Beides. Nein, jetzt auf jeden Fall im Nachhinein rauszugehen, wäre, glaube ich, noch keine Option für mich. Weil ich muss erst mal gucken, wie arbeitet die Agentur mit einem, wie vermarkten sie einen und vor allem als Zweite, wie gut kann man damit arbeiten. Stimmt es eigentlich, und das ist eine interessante Wolte an dieser Geschichte, dass Sie angefragt worden sind? Das heißt, Sie haben sich gar nicht beworben bei den Kollegen von ProSieben? Also Zehntausende bewerben sich und Sie werden gefragt. Das ist korrekt. Ich habe mich nicht beworben. Ich hätte es auch ehrlich gesagt so nie gemacht. Ich habe die Sendung immer so ein bisschen mit dem Augenzwinker geguckt und immer so ein bisschen die Mädels belustigt angeguckt. Ja. Und mich selber auch, als ich mich dann gesehen habe. Ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen selber ausgelacht, aber ich glaube, das ist auch wichtig. Und ja, ich wurde angefragt. Sie entdeckt? Das ist die große Frage, das weiß man nämlich nicht. Das hat mir bis heute auch niemand verraten. Ich vermute ja natürlich, dass es dadurch kommt, dass viele Bilder von mir im Internet sind durch meinen Vater. Aber Sie haben nie gemodelt vorher oder so? Doch schon, aber halt im kleineren Rahmen. Ich wollte noch mein Abi zuerst fertig machen und das war auf jeden Fall Priorität. So, was ist die Priorität jetzt? Gute Frage. Also Abi ist jetzt gestrichen oder? Nee, Abi ist schon durch. Abi ist durch? Ja. Okay.
schon abgehandelt letztes Jahr. Okay. Wie unterhält man sich denn dann, wenn man merkt, okay, die Tochter geht jetzt raus in diese böse, Showwelt, die sie ja nun so gut kennen wie wenig andere. Und jetzt hat die auch noch die verrückte Idee, bei Germany's Next Topmodel mitzumachen. Das war nicht ihre Idee. Aber als die Idee dann auf dem Tisch lag, oder das Angebot auf dem Tisch lag, Elena wollte nach dem Abitur so ein Sabbatical machen, um sich mal zu orientieren. Und ja, dann hat gut geklappt. Haben wir gesagt, ja, macht doch Spaß, warum nicht? Ich meine, Max hat es anders gemacht. Der ist erst mal irgendwie ein Jahr durch Australien und hat sich im Wesentlichen mit Straßenmusik und ein bisschen Kiffen über Wasser gehalten. Ist auch in Ordnung, oder nicht? Stimme ich zu. Warum applaudieren die jetzt? Aber okay. Ich glaube, weil... Ich weiß nicht, woher du das weiß ich, dass also, keiner vorstellen kann. Das guckt jetzt meine Mutter und dann denkt die, ja toll. Ja. Naja, aber ich hab wirklich Englisch gelernt und bin auf der Straße gestanden und habe da gelernt, wie ich vor ein paar Leuten da gut performen kann. Ne? Und das war eine super gute Schule. Da stehst du erstmal, ich bin 27. Learning by doing. Ja. Ne? Genau, also hast nur die Gitarre und deine Stimme und die Leute interessiert es im ersten Moment ja auch nicht, was der aber Typ da macht. Es ist ja auch richtig und wichtig, dass sich dann auch ein Vater ja auch in dem Fall Sorgen macht. Gibt von Ihnen den verbrieften Satz, ich habe gedacht, hoffentlich kommt sie da heil wieder raus. Ja, ich kenne dieses Format und natürlich machte ich mir Sorgen, aber ich wusste, dass Elena das packen wird. Sie ist nicht so leicht aus der Fassung zu bringen und ich bin dann auch sehr stolz auf sie gewesen, wie sie es gemacht hat. Sie versteht ja inzwischen mehr von dem, was in den Kulissen passiert, als wir alle zusammen. Mhm. Haben Sie sie irgendwie vorbereitet, auch so ein bisschen? Ich meine, Sie haben ja bei einer ähnlichen Geschichte, wobei nicht direkt vergleichbar, Dschungelcamp, bis heute legendär, wo Sie drin saßen, das war ja damals Herr der Fliegen, was wir da gesehen haben. Und das war eigentlich mit das Interessanteste, was es in diesem Bereich jemals gegeben hat. Hat auch ganz viel mit Ihnen zu tun. Das hat sicher auch Elena vorbereitet auf dieses Format. Mhm. Und es ist natürlich... macht man sich als Vater Sorgen. Ja, das ist, die Mädchen werden da ziemlich, das ist eine Fleischbeschauung. Eine Fleischbeschauung, ich heule jedes Mal, wenn einer rausgeschmissen wird. Sie heulen? Er musste mal also aus dem Raum gehen, hat gesagt, wann kommt Entscheidung? Ja, wir wissen jetzt überhaupt nicht mehr, was wir Donnerstag tun sollen. Ja, aber das... Das heißt, die haben zusammen geguckt? Das war sehr schön. Nee, Elena war ja weg. Ja, nee, aber Sie und Ihre... Sie wohnen doch in einer WG, ihre ganzen Freunde. Ja. Wir hatten 20 Leute zu Hause und dann jedes Mal... Ach Gott, wenn die Mädchen dann rausgeschmissen werden, das ist wirklich, das sind öffentliche Hinrichtungen, das ist schlimm. Ja, und dann die eigene Tochter möglicherweise auch noch. Nee, das wäre mir egal gewesen. Ach so. Das war ihr ja auch egal. ich fand schon toll, wie sie allmählich, sie wurde geschont am Anfang und dann kam sie so aus dem Hintergrund immer weiter vor, dann hat sie die beste Unterwassernummer gemacht und dann kriegt er trotzdem eine andere den Job. Es ist natürlich eine... Vatergefühle. Es ist eine Telenovela ohne Drehbuch und ohne Schauspieler. Genau, das wollte ich nämlich fragen. Ist das die Parallele auch zum Dschungelcamp? Deswegen bin ich gerade drauf gekommen. Was verbindet das, wenn Sie da mal drauf schauen? Naja, die Sender brauchen keine Autoren zu bezahlen und sie brauchen keine Schauspieler zu bezahlen. Sie haben schon Autoren, ne? Was? Im Dschungelcamp gibt es Autoren. Im Dschungelcamp gibt es keine Autoren. Ja doch, Micky Beisenherz sitzt immer wieder mal auch hier bei uns zu Gast. Jens Oliver Haas zum Beispiel. Die schreiben die Texte der Moderatoren. Aber das, was die Leute da machen, auch die haben keine Drehbücher. Die Geschichten werden schon vorgeplant von der Redaktion. Natürlich, sie werden geplant, aber sie werden nicht geschrieben. Genau. Das heißt, die Redaktionskonferenzen am Anfang des Tages entscheiden sich, okay, letzte Woche haben wir gesehen, wie die eine irgendwie gepupst hat und dann machen wir daraus eine Story. Richtig. Das heißt, die Mädchen werden in so einem Experiment wie so Ratten in einem Käfig zusammengestellt. Und dann entscheiden die Wissenschaftler, wer nun welche Rolle bekommt. Naja, ob wir sie dann erfüllen oder nicht, sind wir immer noch selber der Herr. Richtig, richtig. Und wir haben nämlich damals im Dschungel auch ein bisschen die Macht übernommen. Und ich fand ihr auch. Ich fand diese Folge, die Mädchen hatten ziemlich gute Persönlichkeiten. Und ihr habt euch auch teilweise über dieses Format lustig gemacht. Das fand ich meine, die einen müssen Känguruhoden zu sich nehmen und die anderen müssen sich die Haare abschneiden lassen. Ne? Das ist, hätten Sie das gemacht? Ja, das wurde mich auch... Ich
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Man kann es in dem Moment immer nicht so richtig sagen. Ich finde, wenn man das als Zuschauer guckt, die Sendung, denkt man sich, ach, Mädel, warum heulst du? Es sind halt einfach nur Haare. Aber als ich dann, ich habe ja dann auch live mitbekommen, wie Kim gelitten hat. In dem die Gewinnerin, Moment, ne? Ja, genau, genau. Kim, unser wunderschönes Jeremy's Next Topmodel. Ja, und das Leiden war echt. Und in dem Moment ist es, glaube ich, wichtig, auch als andere Mädels, die dabei sind, denen vielleicht nicht die Haare abgeschnitten werden, ob das jetzt Glück ist oder nicht, empfindet man ja unterschiedlich, dann der Person auch beizustehen und zu sagen, komm, du siehst wunderschön aus. Aber ich meine, okay, das ist doch eigentlich Wahnsinn letzten Endes. In welcher Welt sind wir angekommen, in der der Friseurbesuch einer jungen Frau plötzlich zu einer nationalen Angelegenheit wird? Herr Lanz, damit bin ich mit Ihnen ganz einverstanden. Während in Syrien der Bürgerkrieg tobt, weint Deutschland über eine Frisur. Ja, zum Beispiel. Aber auch trotzdem, worum geht es denn, nach dem, was Sie jetzt wissen, was Sie verstanden haben, Sie auch in Ihrer Zeit als Herr der Fliegen da im Dschungelcamp, neben diesem ganzen Künstlichen, das er hat, das hat alles etwas ungeheuer Künstliches. Also wie machst du Menschen fit und klar für die reale Welt da draußen? Ja. Hilft es da zum Beispiel, wenn man zusammen wohnt, stimmt es, dass Sie beide in einer WG zusammenleben? Ja. Ja, Sie. Und wer wohnt da noch? Also zurzeit wohnen meine zwei besten Freunde da. Die hat Mathieu netterweise eingeladen, bei uns zu wohnen, nachdem sie ausziehen wollte. Um sich um den Hund zu kümmern. Um sich um den Hund zu kümmern. Sehr gut. Ah, es ist raus. Nein, aber das wissen sie, glaube ich. Und ja, also es bringt auf jeden Fall Spaß. Und die Bodenständigkeit, die du angesprochen hast, natürlich bleibt sie auf eine Art und Weise. Weil ich meine, jeder, ob man jetzt Model, Schauspieler oder Bäcker ist, kann in einer WG mit seinem Vater oder seiner Tochter zusammen wohnen und genau denselben Ablauf haben, den wir haben. Mhm. Insofern. Was ist man dann? Ist man dann sozusagen der Papa der Kompanie, wenn man dann mit lauter jungen Menschen am Donnerstag zusammen... Ich bin der Familienonkel. Familienonkel. Ja, ja. Sie haben mal gesagt, das ist die Rolle, von der ich mein ganzes Leben lang geträumt habe, irgendwann mal Familienonkel zu sein. Naja, oder Hundepapa. Also das... Elena ist für mich wie der beste Freund. Wenn ich sie sehe, dann ist das so, als ob ich THC-Tropfen trinke. Ja. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Na gut, aber das funktioniert sehr gut. Mhm. Und deswegen auch die Frage nach, ich habe keine Vaterrolle in dem Sinne. Mhm. Nee. Wenn sie Rat braucht, bin ich sehr froh. Mhm. Dann habe ich das Gefühl, ich werde gebraucht. Und von dem ganzen, die Fehler, die ich gemacht habe in diesem Geschäft, ich würde mir wünschen, dass sie ein paar weniger macht. Ich sie davor bewahren kann. Welche Fehler sind das? Na, das ist meine mangelnde Impulskontrolle, das ist meine Ungeduld, meine Unruhe. Neigen zum Übertreiben. Und ich bin in viele Fettnäpfchen getreten und ich habe das Gefühl, dass sie mich erdet. Das ist interessant, ist ja zu Hause auch so einsichtig und redet so von sich selber. Also ich glaube, Streitereien über Persönlichkeit bei uns zu Hause gibt es nicht. Also das heißt jetzt nicht, du hast mangelnde Impulskontrolle, oh nein, das stimmt so nicht. Wir sind schon sehr einsichtig, was das angeht. Wir haben unsere Macken und Fehler und wir kennen sie, sonst könnten wir nicht miteinander auskommen. Sonst würde das, glaube ich, bei uns beiden relativ schnell ausarten. Ist aber auch ganz lustig manchmal, vor allem für andere Leute, die dann da sitzen und sich das angucken und denken, oh, wo bin ich hier gelandet? Wobei, gutes Vorbild. Ich stelle mir das, ganz schön vor. Nein, nein, in dieser Zusammenstellung. Ich glaube, dass das in Wahrheit eine Art Controlletti-Nummer ist, die er da durchzieht. Ja, er sieht einfach ganz genau, wen sie abends mit nach Hause bringt. Das ist doch klar. Sag mal, Mensch, du, Entschuldige, musst du noch mal ganz kurz ein Glas Milch holen aus dem Kühlschrank. Jetzt kommt ja niemand mehr zu mir nach Hause, wenn du das so sagst. Du bist herzlich eingeladen. Trinken wir beide abends zusammen ein Glas Milch. Nein, aber dann... Es ist auch schön, Sie beide hier so sitzen zu sehen und zu haben. Welche Rolle spielt diese gemeinsame Geschichte, die ich vorhin kurz angedeutet habe, ohne da jetzt wirklich in die Tiefe zu gehen? Die Geschichte, wie Sie damals, wir haben uns damals sehr lange auch darüber unterhalten, die Frage, welche Rechte haben eigentlich Väter, die getrennt von ihren Kindern? Darf ich da mal kurz sagen, welche Rechte haben Kinder? Ich habe nicht für Väterrechte gekämpft, sondern für Kinderrechte. Jedes Kind sollte gleichwertigen Zugang bei Trennung zu beiden Elternteilen haben. Richtig. Und das... Genau. Das ist ein sehr, 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 sehr sensibles und sehr tabuisiertes Thema da draußen. Aber ein Thema, das vor allen Dingen vielen Vätern wahnsinnig unter den Nägeln brennt. Es gibt auch viele ausgegrenzte Mütter, aber eben mehr Väter. Es geht mir vor allem um die Kinder.
Wir haben es beide geschafft, also Bettina und ich, die Mutter und ich, mhm. Elena da zum größten Teil rauszuhalten. Sie hat diese Loyalitätskonflikte, die gefährlich sind für Kinder, dafür haben wir sie beschützt. Mhm. Sie ist nach Italien gegangen, sie hat 9 Jahre in Italien gelebt und ich hatte da auch eine Wohnung. Das Wichtigste ist die Kontinuität. Dann gab es einen Hund, der hat die beiden Haushalte miteinander verbunden. Und heute würde ich nicht sagen, herrscht Friede, Freude, Eierkuchen, aber Elena ist jetzt eine erwachsene Person. Und ich komme mit Bettina gut aus und ich bin sehr glücklich darüber. Es geht jetzt auch gar nicht darum, irgendwie schmutzige Wäsche zu waschen. Es geht nur um die Frage, ob sich das gelohnt hat, dieser Kampf. Sie sind ja damals wirklich sehr weit gegangen, auch mit Ihrem provokanten Ich habe ja nicht nur meinetwegen gekämpft, Markus. Ich habe ja gekämpft, weil es 6 Millionen Trennungskinder in Deutschland gibt. Von diesen 6 Millionen Trennungskinder haben ein Jahr nach der Trennung 50% der Kinder überhaupt keinen Kontakt mehr mit dem ausgegrenzten Elternteil. Es gibt viele Leute, mit denen ich gekämpft habe. Ich war der erste Promi, der seinen Arsch aus dem Fenster gehängt hat. Aber dahinter stehen Richter, da stehen Bindungsforscher, da stehen Anwälte, da stehen Betroffene. Wir haben einiges geschafft, auch mit Hilfe der Leuthäuser Schnarrenberger. Wir haben das Gesetz verbessert. Heutzutage sind Kinder von nicht verheirateten Eltern gleichberechtigt mit Kindern von verheirateten Eltern. Richtig. Wir haben ein ganz einfaches Motto: Gleichberechtigung. Jedes Kind braucht beide Eltern. Und Elena, würde Sie gerne fragen, wie haben Sie das erlebt? Was haben Sie davon mitbekommen, von dem auch, was Ihr Vater da gemacht hat? Ich habe es vorhin erzählt, die Justizministerium, das war ja eine Aktion, die hat wirklich bundesweit für Wirbel gesorgt. Und da geht man ja auch, läuft man auch schnell Gefahr, in so eine seltsame Ecke gestellt zu werden, so nach dem Motto, jetzt ist er vollkommen bekloppt geworden. Nur wer sich mal die Mühe gemacht hat, mal ein bisschen genauer hinzugucken, hat sehr schnell verstanden, dass es da um ein großes gesellschaftliches Problem geht. Das Problem ist, dass sich nicht genügend Menschen die Mühe geben, dahinter die Kulissen zu gucken und zu gucken, okay, was sind die Hintergründe für diese Aktion. Aber ich glaube, eine positive Sache daran ist, dass die Menschen davor schon dachten, dass er nicht alle Tassen im Schrank hat. Das war gar nicht so übel. Aber ich muss bin mir nicht sicher, ob ich möchte, dass meine Tochter bei mich sowas im Fernsehen sagt. Vor allen Dingen, wenn ich dann noch daneben sitze. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Für mich ist es positiv so. Aber Spaß. Nein, aber was haben Sie davon mitbekommen? Haben Sie das komplett? Im Nachhinein ist es natürlich immer einfacher zu sagen, ich sehe das Ganze positiv. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nicht so viel davon mitbekommen. Ich war ja 4 Jahre alt, als ich nach Italien gezogen bin, 5. Und da ging das ja los. Meine Mutter hat mich da ja auch ganz bewusst auch aus Deutschland etwas rausgeholt, um mich auch vor der ganzen Presse zu beschützen und vor dem ganzen Trubel. Ich wäre auf jeden Fall ein anderer Mensch, wenn ich es in Deutschland mitbekommen hätte, auf die harte Tour. Aber auf die Art und Weise, wie ich es mitbekommen habe, war es wirklich eigentlich sehr gut. Also ich habe von beiden Seiten immer alles mitbekommen und immer sehr objektiv gesagt bekommen. Also, danke Ihnen beiden ganz, ganz herzlich. Bin mir sicher, dass man mit diesem Gesicht eine riesengroße internationale Karriere machen kann. Die werden wir weiter verfolgen. Herzlichen Dank. Und ich freue mich sehr, dass einer bei uns ist, von dem ich sagen würde, der hat auch noch ein bisschen was vor sich. Max Giesinger ist heute unser Gast. Aktuelles Album Der Junge, der rennt. Und dem ist auf den letzten Metern, ich habe vorhin mit ihm über die Geschichte gesprochen, ja, auf den letzten Metern bei der Fertigstellung des Albums noch mal was eingefallen, was sich am Ende als ganz großer Glücksgriff, als der Hit auf diesem Album entpuppt hat. 80 Millionen. Und wir hören mal kurz rein zur Erinnerung. 80 Millionen. Kennst du? So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Komet. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon. Oh, war Stefanie Giesinger, ne, die wir da gesehen haben, auch Topmodel-Gewinnerin. Ich mache gar nicht.
Ja. Die sehr hübsche Frau, die wir da im Video gesehen haben, Stefanie Giesinger, ne? Auch ja. Topmodel-Gewinnerin. Habt ihr das gemacht wegen der Namensgleichheit, weil es einfach lustig war? Oder kennt ihr euch besser? Nee, also ich also warst du schon mal bei Ihnen in der WG, wäre die Frage. Ich würde da gerne mal vorbeigucken in der WG. In die WG, ja. Wurde bisher noch nicht eingeladen. Aber ich gucke ja gar nicht so viel Fernsehen. Und dann haben mich aber ganz viele Leute angesprochen, ey, da gibt's eine, die heißt Giesinger, sieht total gut aus, bist du denn der Verband? Und dann habe ich da mal ein bisschen Nachforschung betrieben, bin dann noch nicht. Das ändern wir jetzt aber ganz schnell. Ich frage den nämlich für ein Musikvideo an. Nee, in dem Song geht's ja so um die Zufälle des Lebens, ne, wie man zusammenfindet. Ich fand's ja auch witzig, dass wir beide so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen und gleichen Nachnamen haben. Hab sie dann angefragt und sie hatte da prompt Bock drauf. Und ist jetzt Teil dieses Videos und macht da eine sehr gute Figur, wie ich finde. Es ist, ja, total. Ja. Ist ein sehr nettes Mädchen. Stefanie Giesinger ist eine mit dem Herz am rechten Fleck, muss man definitiv sagen. Max, wie oft stehen Sie im Moment morgens auf und stellen sich vor ein Spiel und denken, verdammt, alles richtig gemacht, alles gut gelaufen? Naja, die Aktion bringe ich nicht so, aber es ist schon ein Traum, der gerade in Erfüllung geht. Ne? Also wir fahren ja auch ganz viel immer von der einen Stadt in die andere, da ist man so 4-5 Stunden auch mal unterwegs und dann kommt schon vor, dass man den Song dann so 4-5 Mal im Radio hört. Den eigenen Song. Und das ist so wirklich ein Gänsehautmoment, weil man als Musiker natürlich immer darauf hinfiebert, dass mal sowas passiert. Du weißt ja nie, schreibst jetzt mal diesen Song, der mal abgeht oder nicht, weil da spielt ja auch ganz viel Glück mit ein. Ne? Macht man dann lauter oder leiser? Direkt Motor aus auf der Autobahn und genießen. Nee, wir feiern es dann total. Ich bin meistens auch immer mit meinen Bandjungs dann unterwegs. Ne? Und dann, da legt man sich in den Arm und freut sich auch. Und singt mit laut so. Man singt auch mit, auch wenn wir den Song schon 400 Mal gehört haben. Jetzt ist immer noch ein Genuss. Jetzt die Millionenfrage. Das ist Natur. Die sind alle falsch, meine Zähne. Also dann ein Glück, dann bin ich nicht neidisch. Im Schulhof mal alle verloren. Nee, ich hatte eine Zahnspange recht lange. Ehrlich? Jetzt Max die Millionenfrage, wenn der Song im Restaurant oder auf der Autobahnraststätte läuft, sagt man dann zum Nachbartisch, hör mal zu, es bin ich? Hallo! nee. Aber man guckt so ein bisschen auf die Reaktion. Ne? Ja, ne? Ja, also ich fahre auch ganz viel Bahn, ne? Ich bin viel unterwegs. Und da habe ich auch mal mit ein paar Leuten gequatscht und habe dann irgendwie sind wir dann auch aufs Thema Musik gekommen. Da habe ich einfach mal so gefragt, sag mal, kennst du da auch die Nummer hier? Natürlich. Oder die haben es von sich sogar ausgesagt. So. Ja. Und dann haben die mir dann den Chorus vorgesungen. Und dann dachte ich, okay, das kennen dann doch schon ein paar Leute. Ich habe mich sehr gefreut auch drüber. Ja, ist doch toll. Ich meine, das ist doch das, wofür man es macht. Ne? Ja. Du willst doch, dass das Ding irgendwann mal abgeht und auch funktioniert. Ich meine, der Kontrast könnte ja größer nicht sein. Papa ist bei der Versicherung, ja? Ja. Wirklich so klassisch Versicherungsvertreter so richtig auch? Hier Anzug und morgens um 7 raus und dann rackern, ne? Ja, okay. Ja. Sehr ehrenwert. Dann Mama bei der Bank. Ja. Was macht sie da? Ist so am Telefon und kümmert sich da um Vermögen der Privatkunden. Ja, also wie kann sein, dass du schon mal an der Leitung hattest, die Kleine. Ja, verwaltet da so ein paar Dinge. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich da Musiker werden konnte, weil die haben auch wirklich kein Talent, also können beide nicht singen und das muss ich wirklich sagen, meine Mutter, die kann auch nicht im Takt klatschen, so. Also wenn die früher bei den Konzerten war, ich durfte die nicht angucken, weil ich bin rausgekommen, weil die sowas von daneben war. Das war mal hier ein Clap, dann da, ganz verrückt. Sehr gut. Aber irgendwie hatte ich das schon immer früh in mir drin und meine Eltern haben aber immer gute Musik gehört, so. Also ich wurde wirklich so mit Pink Floyd, Dire Straits, wo die so musikalisch sehr sozialisiert, gut. Was halt wirklich gut war. Und hab dann auch immer schon... Waren Hippies deine Eltern? Ja, so Bank-Hippies halt. So ganz crazy, ja. Ja, aber ich wollte immer Bohemian Rhapsody immer und immer wieder hören und hatte da irgendwie schon so, weiß auch nicht, Musik aber hat sowas in mir ausgelöst. Woher kommt das denn? Irgendwoher muss das doch kommen. War der Großvater, die Großmutter? Der Großvater hat oft im Treppenhaus gesungen, und zwar Oper. Habe ich gehört. Opa hat Opa gesungen, das macht Sinn. Der Opa hat Opa gesungen, ja. Weiß auch nicht wie gut, ich habe das jetzt nicht mehr so mitbekommen. Und die Oma Mandoline. Vielleicht sind ja so ein paar genetische Strukturen zusammengekommen. Ne? Und dann. Ist deine spanische, italienische Vergangenheit? Wie kommst du drauf, Spanisch? Ich meine Mandoline, wo spielt man das? Weißt du, auch in Bayern? Deutschland hier. Ja, ehrlich? Ja, ja. Und bei der Bank in Mannheim und in Karlsruhe. Bei der Bank, ne? So Pausenuntermalung. Sag, stimmt die Geschichte, dass auch du mal hinter dem Bankschalter standst? Ich kann mir das nicht vorstellen bis heute. Ich krieg dieses Bild nicht zusammen.
Konnte ich mir auch nicht so richtig vorstellen, aber ich habe es mal gemacht, ja. Also ich habe davor auch schon 2-3 Jahre als Musiker gelebt und ich komme ja aus Baden-Württemberg und da heißt ja so scharfe Häuslebauer, ne? Und der Max muss ja wenigstens dann mal eine Ausbildung machen oder was Vernünftiges. Mach mal was Vernünftiges, dann machst du es 2 Jahre und dann ist auch gut. Ja. Und dann habe ich mich dahin dann Schalter gestellt und ja, die Mitarbeiter sind zu mir gekommen und sagten, ey, wir arbeiten jetzt schon seit 20 Jahren in der Bank. Aber wir haben noch nie einen Azubi gesehen, der so dermaßen vor sich hin vegetiert hat. Und so ein trauriges Dasein da angeschlüsselt hat. Ja. Und dann stand ich da so in meinem Anzug. Und da gab es so einen Schlüsselmoment, dass so eine befreundete Metalband von mir reinkam. Und die haben dann so ein Bandkonto aufgemacht. Und ich habe mich aber prompt unterm Schalter versteckt, weil ich so gedacht habe, okay, du hast jetzt deinen Traum aufgegeben. Die dürfen das nicht sehen, dass du jetzt nicht mehr Musiker bist. Die Band kommt rein und du kriegst wirklich unter den Schalter. Unter den Schalter, ja. Und die haben mich dann auch nicht gesehen. Nein. Jetzt sehen sie es. Jetzt wissen sie es wahrscheinlich. Ne? Ja, ich war unterm Schalter, Leute. Hätte mal runtergeguckt. Aber ich habe dann gekündigt auch. Also man es hat sich zwei Wochen als Verräter gefühlt letzten Endes, ja? Bisschen, ja. Ja. Ich konnte das nicht länger ertragen und habe dann auch wieder einfach Musik gemacht. Wie fanden denn die Eltern das? Jetzt hat man den Sohn endlich mal in den grauen Anzug und hinter einen Schalter gekriegt. Jetzt läuft die Nummer endlich und dann kündigt der wieder und verkriecht sich unterm Schalter. Ja gut, die sind ja auch nicht happy, wenn sie sehen, dass ich unglücklich bin. Ne? Und ich war auf jeden Fall nicht happy in der Zeit. Und haben auch gesagt, ey Max, das mit der Musik, das lief ja die Jahre davor auch ganz gut. Dann mach das einfach so, du kannst eh nichts anderes. Leider ist es so. Und da war das für die komplett in Ordnung, dass ich wieder alles auf die Musikkarte gesetzt hatte. Also du komponierst und singst und textest und machst alles. Er macht alles, ja. Wow. Max ist echt wirklich ein Talent. Wie ging es von da aus weiter? Markus, das weiß ich sehr. Ist so. Ja, wir werden noch viel hören. Talent. Wie ging es denn dann weiter, raus aus der Bank? Ich meine, dann kamen wahrscheinlich die richtigen fetten Jahre, ne? Ja, fette Jahre, ja, ging so. Dann war ich mal bei The Voice, ne, im Finale, was auch eine sehr gute Erfahrung war. Auch aber Castingshow, ne? Auch Castingshow, da haben wir hier eine Parallele. Können wir ja mal ein Bierchen trinken gehen zusammen. Und war dann auf jeden Fall eine gute Erfahrung, aber es ist auch nicht so, dass dir die Plattenfirmen dann die Türen einrennen danach, sondern du bist halt dann ein Newcomer, wie jeder andere auch. Und muss dann erstmal anfangen, dir live Leute zu erspielen und vor allem so das Bewusstsein erschaffen, dass der Typ, der da rumtourt, irgendwie Songs schreiben kann und was zu erzählen hat. Ne? Und das hat dann im Endeffekt jetzt ein halbes Jahrzehnt gedauert. Und jetzt mit der jetzigen Platte, der Junge, der rennt, ist jetzt so der Knoten geplatzt. Und jetzt spielen wir ab jetzt jedes Wochenende 2 bis 3 Festivals. Und ich bin einfach nur unfassbar glücklich. Dass und überall. Überall, ja. Die Leute müssen halt irgendwas in dir sehen unter den Hunderten. Richtig. Insofern. Muss ja irgendwie so ein bisschen auffallen. Unter den 80 Millionen muss man irgendwas. Ja. Genau. Aber die Geschichte stimmt, dass du zwischendurch mal in Australien als Straßenmusiker da unterwegs warst? Ja, das habe ich ja direkt nach dem Abitur gemacht. So, das war mein Traum so. Also ich war wirklich der gesagt hat, okay, nach dem Abi, ey, ich muss weg. Ich kann jetzt nicht in Waldbronn, Karlsruhe bleiben. Bist du das hier? Da habe ich gespielt. Ja, ja. Das war immer so abends, so nach 12. Das sind dann so in die Waldbronn. Ne, das ist in Cairns, Nordaustralien. Und da sind dann so die betrunkenen Backpacker aus den Clubs rausgeströmt und waren recht spendabel. Und ich konnte mich da wirklich mit der Straßenmusik über Wasser halten. Was hast du was war der höchste Betrag, den du an einem Tag gemacht hast? Das waren, glaube ich, $185. Oh, ja, an einem Tag? An einem Abend, anderthalb Stunden. Wow. Aber das Doofe ist, in Australien ist ja das Bier so teuer. Da zahlst du ja für ein Bier manchmal $12. Das heißt, du kommst da auch nicht so weit. Zigaretten $27. Das ist wirklich teuer, wenn man sich da amüsieren will. So. Aber ja, also hat hier und da wirklich gut funktioniert. Funktioniert. So, ja. So. Und weil wir gerade über Geld sammeln sprechen, stimmt die Geschichte auch, dass du dieses Album, der Junge, der rennt, finanziert hast im Wesentlichen über Crowdfunding? Nee. Die aktuelle Platte haben wir in der Plattenfirma gemacht. Die haben die in der Platten? Genau, aber die erste Platte haben wir über Crowdfunding laufen lassen. Das heißt, die Fans konnten Wohnzimmerkonzerte kaufen und Geburtstagsanrufe und Skype-Gespräche. Und ich habe mit der Kohle im Endeffekt meine Platte finanziert und bin dann 2, 3, 4 Wochen in der Bundesrepublik rumgefahren, auch in Österreich, und habe da von meinen Fans so wohnzimmerhautnah Konzerte gespielt. Elena, guck mal, kann sie ihn doch zu dir nach Hause bringen. Merkst du, das geht ganz einfach, der ist komplett käuflich. Ich weiß nicht, was für eine Art von Musik machst du? Also Pop, Urban, Hip-Hop.
Vielleicht kann ich mal reinhören. Pop, Hip-Hop. Der macht einfach echt, schon Popmusik. Echt gute Musik. Deutsche Popmusik, würde ich sagen. Total. Diese Generation. Aber wenn du Techno machst, so, dann komm gerne. Und dieses Sammeln im Netz geht das ja. Ne? Das ist ja so eine sehr professionelle Angelegenheit. Das hat funktioniert. Ja? Also du hast den Leuten gesagt, pass auf, ich würde gerne eine Platte machen. Wie viel Geld brauchst du dafür? Also meine Summe waren 10.000 Euro, wollten wir crowdfunden. Wir haben gesagt, wir brauchen das, um damit ins Studio zu gehen. Und dann hatten wir das wirklich nach einem Tag schon drin. Ne? Nein. Also, ich dachte schon, oh Gott, lass lieber bei 5.000 Euro ansetzen. Nicht, dass es das komplette Debakel wird und niemand spendet da was. Und dann habe ich aber gemerkt, boah, da ist voll der Rückhalt da von Leuten. Weil zu der Zeit hat sich keine Plattenfirma auch nur annähernd für mich interessiert. Ach, guck. Ich dachte, okay, das sind ja Fans da, die das wirklich hören wollen. Mhm. Und da hatten wir am Ende auch 25.000 Euro zusammen und konnten auch noch ein bisschen mehr dann machen. Also das ist ja schweineteuer, wenn man so ein Album ordentlich releasen will. Ja. Aber war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ich bin da immer noch allen dankbar. Leute, danke, dass ihr und da so Geld dann auch zurückgezahlt, ja? Geld wird dann zurückbezahlt, ja? Die kriegen ja einen Anteil, ne? Nein. Nee, die bekommen halt dann das Wohnzimmerkonzert oder... Ach, okay, verstehe. Ah, das ist der Deal. Das ist der Deal dabei. Genau. Du konntest dir zum Beispiel auch Songs wünschen. Also eine hat sich einen japanischen Song von mir gewünscht, so. Dann musste ich das irgendwie so 2-3 Tage auschecken. Das war wirklich furchtbar, weil der Song war echt... Also wirklich schrecklich. Das war der schrecklichste Song, den ich jemals gehört hatte. Kannst mal den ersten Teil singen? Nee, ich habe den komplett aus meinem Gedächtnis verbannt. aber ich hab's hier... Oh, Wahnsinn. Ja. Super. Max, nur ganz zum Schluss noch die Frage. Wenn man dann da oben steht, erzähl uns das bitte einmal. Bei so einem Festival, du stehst dann da oben und da unten hüpfen 60.000 Leute, so wie Jan Delay da an einer Stelle, wo man singt. Was ist denn das für ein Gefühl? Das ist ein unglaubliches Gefühl, das kann man gar nicht so benennen. Aber du weißt dann in dem Moment, okay, da kennen vielleicht so 80% deinen Song und du machst da irgendwas mit denen, damit, dass sie sich bewegen oder dass sie weinen oder dass sie eine geile Story mit nach Hause nehmen. Und das wollte ich schon immer so erleben und es ist ein unglaubliches Gefühl und freue mich halt, dass ich das jetzt 80 Mal dieses Jahr haben kann. Und dann geht auch noch die Sonne unter parallel. Das ist halt geil. Du gehst auch auf die Bühne raus, es ist irgendwie Sommer. Es wird dunkel, du hast eine geile Lightshow, die Leute haben eine gute Zeit. Das ist so das Ding, warum man das auch macht. Ne? Weil ich wollte früher, also mit 17 dachte ich, boah, einmal im Monat ein Konzert spielen. Das wäre es ja mit meiner Band. Und jetzt ist es so, dass wir irgendwie im Monat 15 Mal jetzt auf den geilsten Festival spielen. Super. Und dieser Traum in Erfüllung geht. Ey, ihr seid alle eingeladen, ne? Könnt mal gucken. Ja. Wo es passt, dann sind wir vorbei. Und der Grund? Und der Grund, Max, warum ich das hier mache, ist, weil ich ab und zu mal damit Leuten mit dir Musik machen kann. Das machen wir gleich noch am Ende der Sendung. Freue ich mich wirklich wie ein Schneekönig drauf. Freue mich aber zunächst mal, dass Günther Holthoff bei uns ist. Wie alt ist Herr Holthoff? Darf ich Sie das ganz offiziell mal fragen? Der ist noch 78. 78? Ja. So. Und Sie waren 26 Jahre auf Weltreise, ja? Richtig, ja. Das heißt, Sie haben mit 51 sowas angefangen, ja? Eine Lebensentscheidung getroffen, aufzuhören. Völlig richtig. Und was anderes zu machen. Was haben Sie denn vorher gemacht, ganz kurz nur? Ich habe die Lufthansa vertreten in verschiedenen Ländern außerhalb Europas. War in Indonesien lange Zeit, in Hongkong lange Zeit, Südamerika, mehreren Ländern. Und habe die letzten Berufsjahre als Geschäftsführer für die Fluggesellschaft Hapag-Lloyd, das ist heute TUI Fly, gearbeitet. Okay, also das ist der langweilige Teil Ihres Lebens. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil Ihres Lebens, richtig, auf den ich mich sehr freue. Sie haben, mal in Zahlen, ne? Sie haben 899.592 Kilometer gemacht. Völlig richtig, das ist die Entfernung von hier zum Mond. Zum Mond und... Das ist die Entfernung von hier zum Mond und wieder zurück plus Mehrwertsteuer. Das ist das Wichtige. Dann haben Sie 215 Länder bereist. Sie haben 411 Grenzen überquert und sind ungefähr, um auch das nochmal zu sagen, 22 Mal um den Globus gereist. Und immer in ein und demselben Auto. Ein und demselben Auto und ein und demselben Motor. Ganz wichtig. Also Otto hatte nie einen anderen Motor, ja? Nie einen anderen Motor, weil ich oft gefragt werde, der wievielte Motor ist denn da drin? Ja. Und ich schalte dann, Name des Autos? Otto ist der Name des Autos, das ist Otto, das ist Otto. Und wenn diese Frage kommt, habe ich den Motor angeschaltet und der lief und läuft so, wie er immer lief. Und was steht jetzt bei Daimler im Museum, ne, dieses Nein, Auto? Nein, noch nicht. Ach, er ist noch auf einer Roadshow, also auf einer Tour unterwegs, wird also an verschiedenen Plätzen gezeigt und ausgestellt. Kann ich mir vorstellen. Ende des Jahres ins Museum. Ja. So, also, Herr Holthoff, wie haben Sie
Wie haben Sie angefangen 1989? Wie ging das los? Wo haben Sie losgelegt? Ja, durch meine berufliche Tätigkeit vorher habe ich oft im Cockpit gesessen. Ich bin in der Welt rumgeflogen und dadurch, dass ich in Südamerika tätig war, in Fernost tätig war, waren das immer lange Flüge, meist auf vollen Maschinen, dadurch die Gelegenheit, im Cockpit zu sitzen. Und habe gelegentlich runtergeguckt und mich mit den beiden Piloten unterhalten. Wir kannten uns ja meist. Ich sage, Mensch, eines Tages bist du da unten und eines Tages werde ich dort durch Saudi-Arabien fahren oder am Himalaya langfahren, wenn wir dort bei Tageslicht diese Strecken geflogen sind. Kann ich so gut verstehen. Ich denke das immer auf dem Weg nach Amerika, wenn wir über Grönland fliegen, denke ich, ich springe jetzt ab. Aber es geht leider nicht. Aber Sie haben es gemacht. Ich bin nicht abgesprungen, aber ich bin zumindest unten gelandet. Ja, das ist völlig richtig. Ja, genau. Ja, ja, wo haben Sie denn angefangen? Angefangen in Deutschland mit der Idee, eine Tour durch Afrika zu machen. Aber ich rede jetzt Ende der 80er Jahre, Beginn der 90er Jahre, zu einer Zeit, zu der Afrika in jedem Falle sehr viel afrikanischer war als heute. Also praktisch null Infrastruktur, Versorgungslage schwierig und so weiter. Das war die Zeit vor Plastikflaschen, vor Tetrapack und so weiter. Und aus dieser geplanten Tour von etwa 2-3 Jahren Nord-Süd durch Afrika ist dann nachher ein bisschen mehr geworden. Ja, ist das eine Brücke? Das war eben das Bild, ich weiß nicht, ob das nochmal reinkriegt. Jawohl, das ist eine nicht untypische Brücke in Afrika. Ja. Der Vorteil bei dieser Brücke war, dass genügend Bohlen noch verfügbar waren. Wir haben Brücken gehabt, wo nur 2-3 Bohlen waren, über die wir rollten und dann die Bohlen von hinten wieder nach vorne legen mussten, um die nächsten paar Meter zu fahren. Super. Ja, Afrikaner sind ja unglaubliche Improvisationskünstler. Ne? Es gibt eigentlich nichts, was da nicht geht. Sie sind am Anfang, Herr Holthoff, alleine gereist. Aber ich darf noch unterbrechen. Afrikaner sagen auch als Afrikaner, Afrikaner kriegen alles kaputt. Das ist ein Spruch der Afrikaner, ja. Okay. Entschuldigung. Sie sind am Anfang alleine gereist, ne? Ganz am Anfang. Nein, nein. Oder war gleich von Anfang an Ihre Frau dabei? Nein, nein. Meine Frau ist nach der Proberunde. Die Idee war, einige Monate durch Afrika zu fahren, durch Ostafrika zu fahren, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja. Den Wagen dann zurückgeschickt nach Deutschland, neu ausgerüstet aufgrund der gemachten Erfahrungen und dann mit meiner Frau neu gestartet, meine Frau, die ich dann über eine Anzeige kennengelernt habe. Das meine ich. Also sie war nicht direkt von Anfang an dabei. Und ich darf mal ganz kurz, weil sie so köstlich ist, diese Anzeige mal ganz kurz vortragen. Es war eine Anzeige in der Zeit. Sie haben Folgendes geschrieben. Fühlen Sie sich wohl in freier Natur? Sind Sie sportlich aktiv, schlank, unkompliziert, offen für Interessantes dieser Welt? Interessieren Sie fremde Länder jenseits des Massentourismus? Wenn ja, dann könnte man sich ja mal bei einer Flasche Wein kennenlernen. Das war die Anzeige. Warum musste diese Frau schlank sein? Ja, nicht weil der Wagen so klein ist. Aber ich habe schon ein Faible für schlanke Damen. Und bin selbst ja nicht derart voluminös. Also insofern ist das einfach eine Lebenseinstellung. Ich verstehe das, okay. Wie viele Frauen haben sich gemeldet? Gazellen, ich wurde schon mal gefragt danach, soweit ich mich erinnere, Größenordnung 50. Das war damals natürlich alles sehr viel komplizierter. Es ging über eine Chiffre und dann wurden die Umschläge in der Redaktion gesammelt und dann an den Interessenten weitergeleitet und so weiter. Aber das Wichtige ist, dass wir uns dann kennengelernt haben, dass das geklappt hat. Ironischerweise oder als Pikanterie, meine Frau wäre heute 60 Jahre alt geworden, hat also heute Geburtstag, hätte Geburtstag gehabt. Und Frau ist leider verstorben mittlerweile. Leider vor 6 Jahren verstorben, völlig richtig. Und wir haben einfach Glück gehabt, dass das geklappt hat. Wann war Ihnen klar, als sie vor Ihnen saß, das ist sie, das ist die richtige Frau? Es war nicht diese berühmte Liebe auf den ersten Blick. Wir sind zusammengewachsen, es war Sympathie da. Und über die dann, in diesem Fall ja auch, die dann gemachten gemeinsamen Erfahrungen, dann vielfach ja auch in wirklich adversen Umgebungen oder Situationen, wenn das dann klappt und wenn man dort nicht aufeinander geht, sondern vernünftig gemeinsam an denselben Strang, in derselben Richtung zieht, dann merkt man, dass das hinhaut. Ja. Und dann wächst man einfach zusammen. Am schönsten erzählt man, Herr Holthoff, Ihre Geschichte, wenn man sich mal ein paar Fotos anguckt. Was hat es beispielsweise mit diesem Foto auf sich? Was ist die Geschichte hinter diesem Foto? Schauen Sie mal. Ja, das ist ein Löwenrudel. Das obere Bild ist ein Löwenrudel. Und ich habe bis heute noch niemanden gesprochen, der 27 Löwen in Aktion gemeinsam erlebt hat.
Wir haben erlebt, wie dieses Rudel einen Kaffernbüffel gerissen hat. Dann die jungen Löwen anfingen, den noch lebenden Kaffernbüffel von hinten aufzufressen. Das heißt, die Jungtiere wollen an den Darminhalt. Und meine Frau hat bitterlich geweint, weil diese Aktion direkt neben dem Otto stattfand. Und der Kaffernbüffel natürlich vor Schmerzen, nicht wahr, seinen Kopf hochgerissen hat. Blut lief aus den Nüstern. Also alles ein bisschen tragisch, aber das ist die Natur. Wie nah waren Sie denn da dran? So, dass ich, wenn ich das Fenster runtergedreht hätte, hätte ich also hier mitessen können. Den ersten Löwen streicheln können. Ja. So, nächstes Foto ist dieses hier. Schauen Sie mal. Wo ja, ist das? Das ist natürlich beeindruckend. Also wenn man sich vorstellt, dass der berühmte Messmer da oben gewesen ist ohne Sauerstoff. Also wir gucken auf die Spitze, diese berühmten 8.848 Meter hoch. Mount Everest, ja. Wir waren auf 5.200, also Otto steht dort auf 5.200 in Tibet, also auf der Nordseite der Mount Everest, auf der Südseite, von der normalerweise die Besteigungen erfolgen, kommt man mit dem Wagen nicht ran. Und man sieht auch dieses gesamte Massiv nicht so beeindruckend wie hier von der tibetischen Seite. Und man fragt sich natürlich immer, wie lebt man dann, wenn man so unterwegs ist? Und das erzählt dieses Foto. Schauen Sie mal. Ja, also wir haben entweder im Wagen geschlafen. Hier sieht man das französische Doppelbett. Das sieht sehr klein aus, aber das Bett war 2 Meter lang. Und am Kopfende 1,50 Meter breit. Also wirklich das Maß eines... Deswegen die schlanke Frau. Unter anderem. Ja. Unter anderem, völlig richtig. Aber ich habe auch, also mit meinem Sohn haben wir die Nächte dort verbracht, nachdem meine Frau gestorben war. Und die letzten Nächte, das ist im Grunde genommen die letzte Woche der Tour, habe ich mit einem Redakteur vom Stern verbracht, die dort also einen größeren Bericht machen wollte. Der gute Mann ist fast einen Kopf größer als ich und etwas voluminöser. Wir haben beide in dem Wagen perfekt geschlafen. Was ist Alternative wichtig? Wären Hängematten. Wir haben sonst Afrika, Südamerika im Allgemeinen in Hängematten geschlafen. Ich meine, wenn man sowas macht, muss man sich ja logistisch, muss man auf Zack sein. Muss man sich ja sehr genau überlegen, was nimmst du mit, was ist überflüssig. Was ist das, was ein Mensch am Ende wirklich braucht und wie befreiend ist das? Also im Zweifelsfall weniger, als man normalerweise glaubt. Die Philosophie auch bei dem Wagen ist, ich hatte es vorhin schon in einem anderen Gespräch gesagt, was nicht dabei ist, kann nicht kaputt gehen. Das ist das Erste. Und ein normaler Reisender, der zum ersten Mal Urlaub macht, fliegt mit 2, 3 Koffern. Wenn er 10-mal Urlaub gemacht hat, nimmt er am Ende nur noch eine Reisetasche mit. Also man lernt dabei. Und wir hatten einen kompletten Haushalt an Bord, inklusive Häkelnadel oder Stecknadeln oder Sicherheitsnadeln. Eine komplette Küchenausrüstung an Bord. Über 400 verschiedene Ersatzteilpositionen, ganz wichtig. Und letztlich eine komplette Werkstatt ohne Schweißgerät. Und der Vorteil dabei war, das muss man natürlich voraussetzen, dass man weiß, wie man einen Schraubenzieher anfasst. Das heißt, wir haben grundsätzlich die gesamten technischen Arbeiten selbst gemacht, im Busch gemacht und sind mit dem Wagen nicht ein einziges Mal wirklich liegen geblieben, weil wir die Ersatzteile dabei hatten, die wir brauchten, um es dann auch im Busch zu reparieren. So, was ist das denn hier für eine Situation? Das sieht jetzt ja, nicht das ist eine südamerikanische Fernstraße, nicht wahr? Die, ja, wie man sie so kennt, also, ja. Gut, es ist sicherlich eine Ausnahmesituation im Amazonasgebiet, in diesem Falle in dem nordöstlichen kleinen Staat Guyana. Ah ja, okay. Guyana, Französisch, Guyana und Suriname. Wir sind dort gut stecken geblieben, wie man sieht. Wir sind aber trotzdem rausgekommen und auch weitergefahren. Aber das ist eine nicht ungewöhnliche Situation. Und das gibt mir natürlich, als ich hier zurückkam, wenn ich das schnell sagen darf, als ich zurückkam nach Deutschland und hier in Deutschland der schlechte Straßenzustand unter dem Verkehrsminister Dobrindt überall kritisiert wurde und nur von Schlaglöchern geredet wird. Ich bin mittlerweile 1,5 Jahre zurück in Deutschland und ich suche immer noch das erste Schlagloch. Ich habe noch keins gefunden. Ja. Das ist schön, wenn man sowas so sagen kann. Ja, ja, ja. Muss man aber vorher einmal in Suriname oder sonst wo gewesen sein. Ja. Da sehen wir Ihre Frau übrigens, die 2007 an Krebs erkrankt ist. Richtig, ja. 2010 ist sie gestorben. Ja, ja. Und Sie haben sie kurz vorher noch mal geheiratet. Richtig, ja, sie waren ja vorher gar nicht verheiratet, Sie haben sie dann geheiratet. Was war Ihr letzter Wunsch?
Ihr letzter Wunsch war mir gegenüber und auch dem Sohn gegenüber. Das ist der leibliche Sohn meiner Frau, den ich aber schon vor vielen Jahren adoptiert hatte. Ihr Wunsch war, dass die Tour in jedem Fall in Ihrem Namen zu Ende geführt wird. Sie sagte immer, ich sitze da oben auf der Wolke 17, gucke runter, ich passe auf, nicht wahr, was mein Ottilein, sie sprach immer von ihrem Ottilein, macht. Und dass ihr Wunsch ist erfüllt worden. Ja. War es eigentlich jemals, Herr Holter, war es jemals knapp? Also, Sie haben mal gesagt, eine Reise in Gebiete jenseits der Zivilisation ist ein russisches Roulette. Wie ist denn das gemeint? Was ist mit medizinischer Versorgung? Es kann gut gehen und es muss nicht gut gehen. Also wenn ich sage, jenseits der Zivilisation, das kann man sich hier aus mitteleuropäischer Vorstellungswelt nicht so ausmalen. Ja. Afrika zu der damaligen Zeit war wirklich vielfach ein Barbarspiel. Es war die Frage, kommt man von A nach B? Ja. Man kann nicht irgendjemanden, der die Strecke in eine andere Richtung gefahren ist, fragen, wie es denn gewesen ist, weil keiner kam. Wir haben in Afrika Grenzen überschritten, die ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr ohne jedes Fahrzeug existierten. Und das ist dann schon ein bisschen Abenteuer und schon ein bisschen, ja, ein bisschen das Betreten des berühmten Tierra Incognita. Ja, absolut. Ja, ja. Und Sie waren ja, also Tierra Incognita ist ein gutes Stichwort. Nordkorea ist zum Beispiel so ein Land. Sie sind der erste Privatmann, der mit seinem eigenen Auto durch Nordkorea gefahren ist. Ja, nein, es ist das erste nicht-koreanische Fahrzeug, das in Korea bis dato gerollt ist. Gut, das also ist keine Korea so große Kunst, weil in Nordkorea gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Fahrzeuge, ne, die überhaupt rollen können. Nein, nein, also die nordkoreanischen Bonzen, die haben schon die ja, gut, große S-Klasse, den dicken Porsche. Also schon die obere Schicht. Ja? Ja, ja, das gibt es dort. Und auch hier diese Geländewagen gibt es dort zu Genüge. Aber Nordkorea hängt am Tropf von China. China, ja. Und das heißt, China versorgt Nordkorea. Aber es ist bis dato noch nicht ein einziger chinesischer LKW von China nach Nordkorea gerollt. Die Fahrzeuge dürfen nur bis an die Grenze, da gibt es riesen Parkplätze. Mhm. Und da wird umgeladen von dem chinesischen Wagen auf den koreanischen und dann geht der koreanische weiter. Ja. Otto ist die ganz große Ausnahme gewesen. War eine Sondergenehmigung von dem verstorbenen Kim Jong-il, also von dem Vater des jetzigen Dickerchen. Also Sie fahren nie wieder nach Nordkorea, wenn Sie hier solche Sachen sagen. Das ist Ihnen klar, ne? Der auch so Dickerchen stammt von dem deutschen Botschafter in Pyongyang. Das macht die Sache nicht besser, aber gut, machen Sie ruhig weiter. Ja. Wahnsinn. Tolles Buch, wo man das auch alles übrigens nachlesen kann. Also, dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Dann erzählen Sie Teil 2 dieser Abenteurer-Geschichte. Eine tolle Geschichte. Gunter Holthoff, der heute unser Gast war, genauso wie Elena und Mathieu Carrière. Herzlichen Dank euch für den Besuch. Ich bedanke mich genauso herzlich bei unseren Gästen, mit denen wir über einen möglichen Serienmörder hier in Deutschland gesprochen haben. Heike Borufka vom Hessischen Rundfunk, herzlichen Dank Ihnen. Und Professor Gallwitz, einer der führenden deutschen Kriminalpsychologen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung zu diesem Thema. Und jetzt freue ich mich sehr, mit Max Giesinger Musik zu machen, ja? 80 Millionen? Komm, lass uns einmal probieren. Bitte schön. So, 80 Millionen, ja? Da, wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen. Im Ort daneben schon zweimal so viel, 300.000 in der nächsten Großstadt und bald 4 Millionen in Berlin. Ich war die letzten 5 Jahre alleine, hab nach nem 6 im Lotto gesucht, 7 Nächte die Woche zu wenig gepennt, wie auf ner Achterbahn im Dauerflug. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen.
Ich weiß es nicht, doch ich frag es mich schon. Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Du-du-du. 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 Ey, war das Zufall, unsere Begegnung? Du warst schon draußen und kamst nochmal zurück. Du sagtest Hi und mir fehlten die Worte. War alles anders mit einem Augenblick. Ich war nie gut im Wahrscheinlichkeitsrechnen, aber das hier hab sogar ich kapiert. Die Chance, dass wir beide uns treffen, ging gegen null. Und doch stehen wir jetzt hier, so weit gekommen und so viel gesehen. So viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frag es mich schon. Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Du-du-du. 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 Ich weiß es nicht, doch ich frag es mich schon. Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Das war's für heute. Ihnen allen einen schönen Abend. Jetzt die Kollegin von Heute Plus. Bis bald. Dankeschön.